gucken. Sag mal. Was tun wir hier? Zeugnis, lesen 3, 4, 5, 3, schreiben 4, 2, 3, 4, oh Gott. Mathe 5, 4, 5, 3, 3, 4, Kunst und Musik 1, 1, Sport vom Unterricht entschuldet. Von wem war das? Stand da ein Name? Nee, ne? Ja. Da war jemand nicht ganz so begabt, würde ich meinen. Wow. Wir fragen jetzt nicht, warum. Oh, der funktioniert. Kann ich den auch wieder ausmachen? Nö, doch. Schaut mal. Ist hier kein Lichtschalter? Ah, es ist duster. Aber es ist ja auch so gewollt. Okay, hallo. Oh. Ich glaube, das ist... Wow. Alter. Weil ich wollte gerade sagen, das ist doch irgendwie neu jetzt. Friedhof der Puppen. Alter. Was habe ich hier? So, das ist das, was wir zuerst gefunden hatten, ne? Das hier noch. Und da sagte Gale in einem Hauch, das ist ein Geisterbrett. Los, komm her, wir probieren es aus. Es wird schon nicht schief gehen, wie sollte es auch. Mir gefällt nicht, wohin das jetzt führt. Da entschied unser Freund Gale sich, er entschied sich zu fliehen. Eine sinnvolle Wahl, ihr werdet es verstehen. What? Wie gesagt, das hier ist neu, das kenne ich nicht. Da sind die drei Gesichter drauf. Oha. Ich weiß nicht, muss ich hier... Ich glaube, das müssen wir später nochmal machen. Uns fehlen hier, glaube ich, noch die Hinweise. Oder? Ich glaube, da fehlen uns noch die Hinweise. Was? Ich komme jetzt hier nicht raus? Okay, was ich vielleicht. Okay, irgendwelche Ideen?
guck mal, come little darling and hear the tale of the three curious children, Bobby, Sue and Gail. Down in the basement on a dark stormy day, our three little rascals chance for us to stray. Was? As deep as the night, they spot a light that shone warm and bright. Ach so, es. And the galaxy spirit board, come let us try it out. Possibly go wrong. No, Sue never want to stop. Make me a pretty as a porcelain doll. Then you're okay. The scene? Da fehlt eins, ne? Das Gefühl, hier fehlt ein Zettel. Habt ihr eine Idee, was man hier nehmen könnte? Come, little darlings, and hear the tale of the three curious children, Bobby, Sue and Gail. Basement, dark, stormy day, our three little rascals, hands for to stray. Spot a light that's stone warm and bright. Warte mal, machen wir es nochmal. So. Komm, kleines Schätzchen, hört, wie ich es erzähle. Von drei neugierigen Kindern. Puh, sorry. Okay. Runter im Keller am dunklen, stürmischen Tag. Unsere drei kleinen Gauner wollen schauen, wer es wagt. Umgeben vom Dunkel, so tief wie die Nacht, sie sahen ein Funkeln, das warme Helle bracht. Und da sagte Gail in einem Hauch, das ist ein Geisterbrett, los, kommt her, wir probieren es aus, es wird schon nicht schief gehen, wie sollte es auch. Ich weiß was, rief Sue aus, als erstes der Gruppe, ich möchte wunderschön sein wie eine Porzellanpuppe. Unser Freund Gail entschied sich zu fliehen. Eine sinnvolle Wahl, ihr werdet verstehen. Sollen wir mal hier Porcelain Doll machen? Jetzt muss ich mal gucken, ob das passt. Oder müssen wir was fragen? Das kann natürlich auch sein. Normalerweise fragt man das Brett ja was. So, wie heißen die drei? Sue und Gail. Gucken wir mal. Obwohl, das ist ein langes, ne?
Ausrufezeichen haben wir gar nicht. Nee. Gucken wir noch mal eben, wie das hier geschrieben wird. Also, wenn jemand einen Tipp hat, ne? Weil wir kommen hier nicht mehr raus. Und wie gesagt, das ist neu, das kenne ich noch gar nicht. Jetzt habe ich einmal das genau ausgetragen und kann aber auch nicht sehen, was sie machen, ne? Porcelain. Ich glaube, die sind alle zu lang, die Worte. Warte mal. Gucken wir mal, ob das. So geschrieben, ja. Nee, das passt auch nicht. Ich wollte erst gucken, ob Rascal, Little Rascals, ist. Nee. Hey, Jackie! Ich habe hier gerade ein neues Rätsel gefunden. Layers of Fear. Was? Oh! Was nü? Jetzt haben wir eine Tür? Ich einfach raus hier. Nein. Ich habe jetzt Porzellan eingegeben. Ich will nicht. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Oh nee, ey. Hallo? Ich würde sagen, das ist zu. Boah, ich scheiß mir gleich so in die Hose. Hallo? Zu? Bist du das? Wenn das Scream, was? Als die Schreie erloschen, war Susan nicht mehr nur Porzellanscherben, neben Blut und Gedärm. Das ist Sue. Okay. Guckst du mich an? Muss ich die jetzt anfassen? Das ist eine Kiste. Doch während die Buben Strohhalme ziehen wollten, ging Sue schon zum Licht hin. Ein Dummchen, das war sie. Ah. Hi, Sue.
So. War das alles? Komme ich jetzt hier raus? Ich hoffe doch. Weißt du? Oh, das gefällt mir nicht. Das ist mir so dunkel. Ja, das ist jetzt neu. Was? Weißt du? Jetzt sind wir wieder hier drin. Ach so, jetzt haben wir die komplette Geschichte, oder? So, Come Little Darlings. Seite 3. Ich habe doch Seite 4 gerade aufgehoben, oder? Ah, für Mike. Fanden sich. Was? 11? 12? Oh. Das Kellerfenster sollt verhelfen zur Flucht. Ich passe nicht durch. Ich wünschte, ich würde. Gibt es ein Kellerfenster? Wow. Das neue Rätsel. Genau. Das neue Rätsel ist mir irgendwie. Ach, müssen wir jetzt wieder hier dran? Keine Ahnung, Gain? Nee. Warte. Drei, fünf. So. The Basement. Escape. Was ist Escape Route? Basement Window. Aber einfach mal Basement eingeben. Eieiei. Was ein Rätsel, oder? Hallo? Wenn das gerade so ein bisschen backt. Das Ding kratzt ganz schön. Was muss ich denn jetzt hier machen?
verstehe das nicht. Vielleicht nochmal Window? Das ist gerade... Was ist das Ding? Können wir mal Musik? Ja. Auf Englisch, ne? Ach, guck mal. Und jetzt? Jetzt liegt das Ding da auf dem Boden. Alles klar. Schön, dass du wieder da bist. Ich versuche hier gerade dieses Halloween-Rätsel zu lösen. Es scheint hier aber irgendwas zu fehlen. Also die 4. Sollen wir mal Darkness ausprobieren? Weil es fehlt auf jeden Fall eine Seite. Entschuldigung. Da. Wow. Komme ich jetzt hier raus? Nee. Okay. Gucken wir mal. Magic oder Light? Aber wir möchten ja auch das Hauptspiel langsam machen. What? Oh, ein Smiley nach unten, okay. Happy Birthday. Fünfter Geburtstag. Okay. Machen wir mal Light. Würde passen, ne? Wow! Hell dir! Und jetzt Red? Okay. Ja. Four-way Red Trap. Alter. Was wir hier nicht alles haben. Fehlt uns aber immer noch, ne? Wir müssen irgendwie an Seite 4 kommen, glaube ich. As deep as night, they spot the light that one warm and bright. Gallery. Oh, Selina kommt's jetzt hier. Gallery.
Ach du lieber Gott. Zwei Gesichter, ne? Und die Musik ist wieder da. Und Musik ist wieder da. Ich komme immer noch nie raus hier. Können ja mal warm eingeben. Nee. Delirium. Ich bin auf dem Trip. Ja, wir kommen ja aber irgendwie nicht raus. Wir müssen die Story fertig machen, Selina. Also muss es irgendwas sein? Vielleicht dieses Engulfed. Machen wir mal das Engulfed. Sonst hängen wir noch morgen hier. Passiert gar nichts. Standen da noch? Schon warm and bright. Dieb vielleicht noch. Oder hat man das schon? Weiß ich gar nicht. Nee. Bright hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Vorschläge? So, die sind halt in den... Deep as the night. Warm and bright. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, wir haben Seite 4 da hinten aufgehoben. Game. Hatte ich Game nicht schon? Gucke mal, neue Tür. Nein. Oh bitte, ich mag keine Puppen. Ich will keine Puppen. Ich mag sie nicht. Askel. Ah, hier ist Seite 4. Gone Faith. Stay here. I go to see. Cry. Bobby the Brave. Okay. And as for Bobby, no longer so bold, look at him shaking, it's not even cold.
Come on, Meg, I wish it's all down to you. I wish, the boy cried. This was... Wow. Gibt es hier kein Licht? Doch, bei ihr da vorne. Ja, ich will nicht. Ich will nicht. Wow. Okay. Wow. So, sind dann runter in den Keller gegangen. Haben sich in die Haare bekommen. Sie hat zuerst sich was gewünscht. Hier fehlt noch was, ne? Hey Manuel. Excelled. It's a spirit board. Come, let us try it out. What could possibly go wrong? Gut, jetzt haben wir Bobby gefunden und wir haben die Sue gefunden. Jetzt fehlt uns der noch, ne? Aber hier fehlen uns auch noch... Warte. Das Ding hat ja jede Menge. 3, 4, 5, 6 und dann waren wir bei 7. Und dann machen wir Sprung nach 10. 11. Ah, sieht auch gut aus, ne? 12, 13. 14 fehlt auf jeden Fall noch. 16 fehlt. Ja, wünsche ich dir auch. Da fehlt noch so einiges, ne? Auf jeden Fall war das sehr creepy gerade. Eieiei. Dieses, ich weiß nicht, ob das ein Heulen oder ein Lachen darstellen sollte. So. Schreiben wir mal ein paar Wörter hier auf. Wrong. Und habt das Spaß? Eieieiei. So, probieren wir mal Exhale. Süßes oder was? Süßes oder Sauerei? Ich nehme mal das Süße. Ach nee, ich muss ja was haben, ne? Ich habe hier ein Kinder-Country, Arti. Kannst du dir abholen? Aber nur echt mit Verkleidung und Eimerchen, wenn du hier stehst. Spirit. Auch nicht. Nochmal wrong. Wollen wir auch nicht. Auch nicht. Hey, Fire! Clock? Weiß ich gar nicht, ob ich Clock schon hatte. Clock. Nee, Clock hatten wir noch nicht. Oh, ei, 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 ei.
Meine Zeit läuft davon. Nein! Explodiert sie gleich? Hallo? Ja, danke schön. Boah, das macht einen wahnsinnig, oder? Ach, guck mal, das Tisch steht wieder an der richtigen Stelle. Kommen wir hier raus? Nee. Ja, die Bombe tickt. Ist das noch 4 oder so? Ah. Alter. Und nö? Wollen wir uns jetzt hier gegenseitig angucken, so von Person zu Wand? Schräg. Und jetzt? Die Augen blenden. Hi. Alter. Meinst du, komm, ja, aber wie heißt eine Zeitumstellung auf Englisch? Ich muss hier englische Begriffe eingeben. Und am besten bald, weil ich kann den Typen hier nicht mehr sehen. Okay, 4 ging auch. Können wir auch Layers eingeben? Ne, das hatten wir schon, ne? Oder? Layers. Okay. Layers geht auch. Mal Time Change. Wir müssen es leider zusammenschreiben. Nope. Was soll ich machen? Mit deiner meiner Tastatur? Ich kann nicht tippen. Ich muss das. Aber das habe ich, glaube ich. Habe ich, glaube ich, schon. Das hatten wir, glaube ich, schon ziemlich lange. Das hatten wir, glaube ich, schon. Nö. So. Down. Alles klar. Sind die beiden sich in die Köpfe gekommen? 7. Ja, und da fehlen halt welche. Was hatte ich? Doppel-C? Ach so. Ach, Porzellan, meinst du? Hab ich schon gehabt, deswegen haben wir doch die Puppe. Da war ich doch bei dem Mädel. Da war ich schon. Selina, Porzellan hatte ich schon. Mir fehlt das davor.
In dem Raum war ich schon drinnen. Aber wir könnten noch mal eben gucken. Warte mal, Quiet Brave. Lass uns mal Brave eingeben. Ja, seit der 11 habe ich doch. Meine ich. Mach mal schneller hier. 5, 6, 7, 10. Seit der 11 habe ich. Ich war doch schon drin, aber da waren wir zuerst drin. Da waren wir zuerst drin. Ja. Und dann haben wir 12, 13. Und dann haben wir ja ihn gefunden. Aber da fehlt auch eine Seite. Wir kommen nicht raus, solange das nicht fertig ist. Escape. Das hatte ich nicht auch Escape schon. Weil das war ja das mit dem, wo hier die ganzen Möbel anfingen zu fliegen, oder? Ah, nee, guck mal da. Ach stimmt, da ist jetzt das Fenster, wo der letzte versucht hat rauszukommen. Rappen. Genau, das war das Kellerfenster, was zu klein war für ihn, ne? Irgendwas hatte sich jetzt. Müssten aber eigentlich auch noch Bilder liegen, ne? Oder nicht? Haben sich jetzt alle verwandelt in Püppchen. Okay. Da kam man nicht durch als Kind. Ja, mehr sehe ich jetzt hier auch nicht. Dann gehen wir doch mal zurück. Da ist die Tür auf. Gott, ist das. Oh. Hier muss doch noch irgendwas sein. Muss ich jetzt versuchen, da rauszuklettern oder was? Komme ich da gar nicht hoch. Irgendwo rechts. Ah, da ist ein Schrank. Als du das Brett anfasst, ein Geist prompt erscheint. Hallo, meine Lieben, kommt, fürchtet euch nicht, kommt alle vereint. Doch wählt besser weise, denkt besser gut nach. Was auch immer ihr wünscht euch, ich mache es wahr. Also wenn so ein Typ vor mir auftauchen würde, ne? Ich weiß nicht. Was, links ist auch noch was? Nö, rechts. Das war, glaube ich, nur rechts. So, jetzt kommen wir aber, glaube ich, raus. Ich glaube, ja. So.
Alles klar, dann gucken wir mal kurz. Also, da haben wir Seite 3, Seite 4, Seite 5, Seite 6, Seite 7, Seite 8, Seite 9, 10, 11, 12, 13, Seite 14 und Seite 16 fehlen noch. Hallo Dante. Alles klar, Arti. Danke, dass du da warst. Viel Spaß noch beim Serienschauen. Dante, die fanden die Musik super. So. So, für die letzten zwei Seiten. Irgendwelche Vorschläge? Ach, die ist mir verqualmt. Habe ich nicht aufgepasst. Bitte raten Sie jetzt. Was? Seite 15 und 2. Ja, jetzt ist zu. Also da ist nichts mehr drin. Dann waren die vielleicht in dem anderen Zimmer nochmal drin. Wobei, wir können ja nochmal Escape eingeben. Weil die Tür ist zu. Also ist da normalerweise nichts mehr drin. Gehen wir dann nochmal rein. Machen wir den ganzen Spaß nochmal. Da eine Wand bringt was. Jetzt habe ich es gesehen. Das Ding meinst du? Wie du wünschst, mein Junge, aber schließ deine Augen. Unsere Rattenfreunde werden dich schon passend nagen. Oh. Los, sprich deinen Wunsch aus, so sprach nun der Geist. Und besser an den Guten, das ist kein Spiel, wie du weißt. Alles klar. Haben wir da die beiden? Und die hier, weil wir haben es ja nochmal gemacht. So. Was bist denn du für Bild? Okay. Jetzt haben wir die Geschichte. Komplett. Ja, Angel. Na, da wünscht sie sich das. Er möchte fliehen, kommt nicht durch, wird angeknackt. Come on, make a wish, it's down to you. I wish the boy cried. All this wasn't true. Mensch, da ist eine Nummer drin, die du auf dem Brett eingeben musst. Ah, alles klar. Dankeschön. Wo war eine Nummer? Guck mal noch mal. War hier irgendwo eine Nummer drauf?
So. Gucken wir doch mal. Also ich sehe keine Nummer. Ein Schrank und da ist eine Nummer drin, die du auf dem Brett eingeben musst. Aber wie gesagt, hier ist kein Schrank. Die Lampe kann man nicht ausmachen. Ah, genau, da. Ach so. Das sind die drei Kinder. Guck mal. Das sind die drei. Das ist sie. Er wird wahnsinnig und er ist zerfressen. Aber hier ist alles leer. Man sieht hier nichts. Mehr Schränke haben wir hier nicht. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwas soll mir. Irgendwas soll wahrscheinlich das Bild aussagen, aber. Ja, ist komisch gemalt. Komisch, komisch. Ein anderer Tipp, Selina. Komisch, komisch, das Ganze hier, ne? Wundert mich, dass da jetzt nichts drin ist. Aber wie gesagt, ich sehe auch nicht viel, wenn ich hier bin. Keine Ahnung, vielleicht die Nummer 3. Meld. Da habe ich jetzt nur ein komisches Klopfen gehört.
Warte mal, ich guck mal. Oh Gott sei Dank, Freitag kommt endlich die neue Tastatur. Ich hole mal einfach True. Nö. Andere Vorschläge. Ich weiß echt nicht, was ich da eingeben soll. Child Room. Naja, eigentlich wenn wir ja jetzt hier die... warum was? Auch nix. Ja. Ja, das Problem ist, wir wollen ja jetzt, ich möchte halt wissen, wie ich hier rauskomme. Wir wollen ja weiterspielen. Das google ich gleich mal selber. Oh. Ich finde es immer schade, wenn man... Weil das ist ja jetzt neu, das muss ja irgendwas bedeuten. Muss er ja auch irgendwie rauskommen. Nö.